Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Nicht nur verliebt gucken, sich auch daran halten, okay? Angela, du schämst dich wegen einer Deutschlandfahne? Geht's noch? Aber wir müssen akzeptieren, dass die Zahl der Straftaten bei jugendlichen Migranten besonders hoch ist. Deshalb ist das Thema Integration eng verbunden auch mit der Frage der Gewaltprävention in allen Bereichen unserer Gesellschaft. Bist du bekloppt? Ich erinnere dich mal an deinen Amtseid. Na, sie hat keine Kinder, ihr ist scheißegal. Das gibt's doch nicht. Abartig. Denn wir haben wahrlich keinen Rechtsanspruch auf Demokratie und soziale Marktwirtschaft auf alle Ewigkeit. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt. Und wir müssen damit rechnen, dass das in verschiedenen Weisen sich wiederholen kann. Wie? Angela, wir haben keinen Rechtsanspruch auf eine Demokratie und auf eine soziale Marktwirtschaft? In welchem Land leben wir denn? Sind wir hier ein Bananenstaat oder was? Und das mit dem Wahlbetrug, das gab es schon immer. Nur du hast jetzt den Mut gehabt, die Wahrheit zu sagen. Daumen hoch! Und wir sind ein Land, das im Übrigen Anfang der 60er Jahre die Gastarbeiter nach Deutschland geholt hat. Und jetzt leben sie bei uns. Wir haben uns eine Weile lang in die Tasche gelogen. Wir haben gesagt, die werden schon nicht bleiben. Irgendwann werden sie weg sein. Das ist nicht die Realität. Und natürlich war der Ansatz zu sagen, jetzt machen wir hier mal Multikulti und leben so nebeneinander her und freuen uns übereinander. Dieser Ansatz ist gescheitert. Absolut gescheitert. Absolut gescheitert. Angela, meine Guteste, damals sagtest du, die Migration ist gescheitert. Und jetzt, wo noch Millionen hierher nach Deutschland kommen, Flüchtlinge, Asylbewerber und was auch immer, jetzt soll das funktionieren? Wie geht das? Wie soll das funktionieren? Wie denn? Früherer Bundespräsident Christian Wulff gesagt hat, der Islam gehört zu Deutschland und das ist so, diese Meinung bin ich auch. Und deshalb tun wir alles dafür, dass die Integration gelingt. Angela, guck jetzt nicht so doof. Der Islam gehört zu Deutschland. Einfach mal so in den Raum geworfen, so wie wir schaffen das. Welcher Islam gehört denn zu Deutschland? Oder wir schaffen das. Wer ist denn wir? Du hast doch uns alles aufgezwungen und machst es immer noch. Aber nein, wir schaffen das. Der Islam gehört zu Deutschland. Erklär mir mal, was ist der Islam? Mein Gott! Ich glaube erst einmal, dass der Islamismus und der islamistische Terror leider Erscheinungen sind, die wir ganz stark natürlich in Syrien haben, in Libyen haben, im Norden des Irak haben. Dieser Islamismus beschränkt sich nicht nur auf die vorderasiatischen Länder. Der wird auch zu uns kommen, Angela. Der wird auch zu uns kommen. Angst war noch nie ein guter Ratgeber, also es ist im persönlichen Leben nicht und es ist auch im gesellschaftlichen Leben nicht. Kulturen und Gesellschaften, die von Angst geprägt sind, werden mit Sicherheit die Zukunft nicht meistern. Und drittens, wir haben diese Debatte natürlich auch, dass wir sehr viele Muslime in Deutschland haben. Wir haben die Debatte darüber, ob der Islam zu Deutschland gehört. Wenn man 4 Millionen Muslime hat, finde ich, braucht man nicht darüber zu streiten, ob jetzt die Muslime zu Deutschland gehören und der Islam nicht oder ob der Islam auch zu Deutschland gehört. Da ist es wieder. Wir sollen keine Angst haben vor diesen extremen Islamisten,
die nur Mord und Totschlag im Kopf haben. Wir haben doch alle Chancen und alle Freiheiten, uns zu unserer Religion, sofern wir sie ausüben und an sie glauben, zu bekennen. Und wenn ich was vermisse, dann ist das nicht, dass ich irgendjemandem vorwerfe, dass er sich zu seinem muslimischen Glauben bekennt, sondern dann haben wir doch auch den Mut zu sagen, dass wir Christen sind. Haben wir doch den Mut zu sagen, dass wir da in einen Dialog eintreten. Haben wir doch dann aber auch bitteschön die Tradition, mal wieder in den Gottesdienst zu gehen oder ein bisschen bibelfest zu sein und vielleicht auch mal ein Bild in der Kirche noch erklären zu können. Und also du meinst, einfach in die Kirche gehen, ein bisschen beten, uns bekennen zu unserer Religion, ist ja gut und schön. Aber was hilft das denn uns? Ist das der Ausweg? Terroristische Gefahren muss man sich wappnen. Und ansonsten ist die europäische Geschichte so reich an so dramatischen und gruseligen Auseinandersetzungen, dass wir sehr vorsichtig sein sollten, uns sofort zu beklagen, wenn woanders was Schlimmes passiert. Wir müssen angehen dagegen, wir müssen versuchen, das zu bekämpfen. Aber wir haben nun überhaupt keinen Grund auch zu größerem Hochmut, muss ich sagen. Das sage ich jetzt als deutsche Bundeskanzlerin. Hä? Wie? Wir sollen uns wappnen? Ja, wie denn? Der Staat muss uns beschützen vor solchen Leuten. Oder sollen wir uns selbst bewaffnen? Ja, wie soll das aussehen? Wir müssen uns wappnen. Und dass es in früheren Zeiten, in der Antike und im Mittelalter, viel Scheiße gab, viel Menschenabschlechterei, auch zum großen Teil wegen Religionen. Ja, die Christen haben das auch damals getan, aber die haben daraus gelernt, was die Islamisten bis jetzt nicht getan haben, im Jahre 2015, wo der Mensch in den Weltraum fliegt. Und diese kranke Religion will dann Andersgläubige oder Ungläubige die Köpfe abschneiden. Na, wir müssen uns wappnen? Ja, wie? Über 2 Millionen Menschen aus Syrien und dem Irak sind hier gestrandet. Hunderttausende sind schon weitergezogen, Richtung Westeuropa, auch Richtung Deutschland. Die EU hat nun beschlossen, die Türkei zu unterstützen, wenn sie sich besser um die Flüchtlinge kümmert. Die Türkei hat in unmittelbarer Nähe der Europäischen Union für mehr als 2 Millionen Flüchtlinge jetzt schon seit mehreren Jahren Verantwortung übernommen. Und es ist im Sinne auch der Lastenteilung, dass auch die Europäische Union überlegt, wie sie sich daran beteiligt. Präsident Erdogan verlangt dafür aber einen Preis. Er erwartet Visaerleichterungen und bis zu 3 Milliarden Euro Flüchtlingshilfe. Wir haben da ein gutes Beispiel. Damals, zu DDR-Zeiten, wurden ja auch etliche Milliarden an D-Mark rübergeschwemmt in Richtung DDR für Grenzerleichterungen und für was auch immer. Und nichts ist passiert. Wie jetzt auch, Angela, gibt der Türkei Milliarden. Nur dann machen sie was. Nee, glaub ich nicht dran. Ha. Trotz alledem ist unser Land immer noch ein gutes Land. Es ist in guter Verfassung. Die oft beschworene zivile Gesellschaft, sie ist bei uns Realität, sie ist Wirklichkeit. Und es macht mich stolz und dankbar zu sehen, wie unzählige Menschen in Deutschland auf die Ankunft der Flüchtlinge reagieren. Die Zahl derjenigen, die heute für Flüchtlinge da sind, die Zahl der Helfenden, die Zahl derjenigen, die fremde Menschen durch die Städte und Ämter begleiten, sogar bei sich aufnehmen, überragt die Zahl der Hetzer und Fremdenfeinde um ein Vielfaches. Und sie wächst noch. Auch dank, und das möchte ich hier ausdrücklich erwähnen, vieler wunderbarer Berichte darüber von Ihnen, den Medien, gerade in den letzten Tagen. Klar sind wir ein gutes Land. Wir haben ja alle dafür gearbeitet. Und in guter Verfassung? Wie ist denn das gemeint? Mit fast 3 Billionen Euro Schulden. Ist das eine gute Verfassung eines Staates? Und dann diese vielen freiwilligen Helfer. Da habe ich andere Sachen gehört, dass da auch große Mengen bezahlt worden sind für so Helfen. Und dass die meisten Menschen hier in Deutschland für diesen Massenansturm ist. Da habe ich auch was anderes gehört.
wunderbare Berichte von den Mädchen. Ja, ist klar, von den Mädchen, ist klar. Und dann Hetzer und Hasser, auch klar. Es wird ja nicht mehr akzeptiert, dass es Gegner sind oder Andersdenkende oder Kritiker. Nein, es sind Hetzer und Hasser. Das ist zum Kotzen. Angela, das ist einfach zum Kotzen. Die überwältigende Mehrzahl unserer Menschen ist weltoffen. Unsere Wirtschaft ist stark. Unser Arbeitsmarkt ist robust. Ja, sogar aufnahmefähig, denken wir an den Bereich der Fachkräfte. Wenn so viele Menschen so viel auf sich nehmen, um ihren Traum von einem Leben in Deutschland zu erfüllen, dann stellt uns das ja nun wirklich nicht das schlechteste Zeugnis aus. Unsere Freiheit, unser Rechtsstaat, unsere wirtschaftliche Stärke, die Ordnung, wie wir zusammenleben, das ist es, wovon Menschen träumen, die in ihrem Leben Verfolgung, Krieg, Willkür kennengelernt haben. Die Welt sieht Deutschland als ein Land der Hoffnung und der Chancen. Und das war nun wirklich nicht immer so. Die Welt sieht Deutschland als Geldgeberland und vielleicht als Land, wo Milch und Honig fließt. Ansonsten weiß ich nicht, wie gut unser Ruf wirklich ist. Dann außerdem, wir haben für unser Land gearbeitet. Wir hatten das möglich gemacht, dass so viele Flüchtlinge zu uns kommen können, überhaupt. Bin mal gespannt, wie diese unsägliche Geschichte ausgeht. In palästinensischen Flüchtlingslagern im Libanon gibt es noch Tausende und Tausende. Und wenn wir jetzt sagen, ihr könnt alle kommen und ihr könnt alle aus Afrika kommen und ihr könnt alle kommen, das können wir auch nicht schaffen. Und wir schaffen das. Wir müssen es schaffen, aber ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir das schaffen. Und ihr könnt alle aus Afrika kommen und ihr könnt alle kommen. Das können wir auch nicht schaffen. Und wir schaffen das. Wir müssen es schaffen, aber ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir das schaffen. Und ihr könnt alle aus Afrika kommen und ihr könnt alle kommen. Das können wir auch nicht schaffen. Und Angela, wie jetzt? Wir schaffen das, wir schaffen es nicht. Wir schaffen es, wir schaffen es nicht. Ja, was, wie? Hä? Versteht kein Mensch. Und, da sind wir jetzt in diesem Zwiespalt und die einzige Antwort, die wir sagen, ist bloß nicht so lange, dass es so lange dauert, bis die Sachen entschieden sind. Aber es werden manche auch wieder zurückgehen müssen. Und dass einige Menschen zurück müssen, oder sagen wir die meisten, natürlich müssten die zurück. Aber ich glaube, da passiert gar nichts. Gar nichts. Sie bleiben alle. Die Rufe "Wir sind das Volk" kennt die Kanzlerin aus ihrer eigenen DDR-Vergangenheit noch gut. Jetzt aber werde dieser Slogan dazu benutzt, Menschen wegen ihrer Hautfarbe oder ihrer Religion auszugrenzen. Deshalb sage ich allen, die auf solche Demonstrationen gehen, folgen Sie denen nicht, die dazu aufrufen. Denn zu oft sind Vorurteile, ist Kälte, ja sogar Hass in deren Herzen. Merkel appelliert an den Zusammenhalt der Menschen in Deutschland. Er mache unsere Gesellschaft menschlich und erfolgreich. Ich gehe mal auf den von euch in Szene gesetzten Ausdruck Hass aus. Frage: Wer hat denn diesen Hass gesät? Nein, natürlich nicht. Wir verändern doch gerade die Welt, oder ich arbeite jedenfalls daran. Wir verändern doch gerade die Welt, oder wir verändern doch gerade die Welt, oder. Das ist mir noch nicht passiert, dass ich der Bundeskanzlerin in einer Pressekonferenz gegenüber saß und so langsam die Fassung verlor. Denn Frau Merkel plant in aller Offenheit einen Betrug. Betrug nicht im Sinn des Strafrechts, aber politischen Betrug. Betrug an Ihnen, den Wählern. Ah, wir verändern die Welt, also. Geht es doch um eine neue Weltordnung. Oberste Führung wird wohl ein Herr Rothschild haben. Darunter die Spitzenpolitiker, wie Obama zum Beispiel. Dann kommen die Marionetten. Nö, Angela, du bist doch keine Marionette. Du bist doch eine selbstdenkende deutsche Politikerin, oder?
Wenn ich zur Kanzlerin gewählt wurde, habe ich die Kanzlermehrheit jeweils gehabt. Und wenn eine eigene Mehrheit an von Union wenn und eigene FDP? Mehrheiten notwendig waren, bekomme ich sie und davon gehe ich aus. Wir bekommen immer die Mehrheiten, die wir brauchen. Angela, für dich geh ich durchs Feuer. Angela, nix mehr mit Liebgucken, du Amtseidprescherin. Durch dieses Feuer werde ich dich nicht begleiten, will dich keiner begleiten. Du hast einen Flächenbrand ausgelöst. Du und deine deutschfeindlichen Mithelfer und Helfeshelfer. Da müsst ihr alleine durch. Ihr habt mal alle an euch geglaubt. Ihr habt uns enttäuscht. Ihr habt uns alle enttäuscht. Ich will dich nicht mehr. Keiner will dich. Keiner will dich. Hau ab. Komm, geh weg. Geh weg.